morning, church. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. This is the first church that I enter, and the pastor and the preacher, I mean the person, the elder, tell me, the only church I can preach as long as I want. Das ist die erste Gemeinde, in der mir sowohl der Prediger als auch der Älteste gesagt hat, ich kann so lange predigen, wie ich möchte. So I was instructed to preach without looking at time. Also ich wurde instruiert, einfach zu predigen, ohne auf die Zeit zu achten. I believe there's only one preacher that can preach without looking at time. Ich glaube, es gibt nur einen Prediger, der wirklich predigen kann, ohne auf die Zeit zu achten. And that is Jesus. Und das ist Jesus. He can preach from morning to night and people can forget about eating. Er konnte von morgen bis abends predigen und die Leute haben das Essen vergessen. I have never met a speaker that can speak so well that people don't even want to eat. Also ich habe noch niemals einen anderen Sprecher getroffen, der so gut sprechen konnte, dass die Leute nicht mehr ans Essen gedacht haben. I don't think I have come to that ability to preach until you forget about eating. Also ich glaube, ich habe noch nicht die Fähigkeit erlangt, so zu predigen, dass ihr das Essen vergessen werdet. So don't worry, I will not preach until 3 o'clock. Also keine Angst, ich werde nicht bis 3 Uhr nachmittags predigen. May God be with us this morning. Möge Gott mit uns heute Morgen sein. Before we start, let's have a word of prayer. Bevor wir beginnen, lass uns ein Gebet sprechen. Our Father in heaven, unser Vater im Himmel, we are so thankful that we have you as our God. Wir sind so dankbar, dass wir dich als unseren Gott haben. This morning as we talk about how you has been for us. Und wenn wir heute Morgen darüber nachdenken, wie du für uns gewesen bist, was du I pray for your presence to be with us. Bitte ich, dass du gegenwärtig bist. May you speak to us individually. Mögest du zu uns ganz persönlich sprechen. May your Holy Spirit surround us. Möge dein Heiliger Geist uns umgeben. Thank you so much for blessing us. Danke, dass du uns so sehr segnest. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. If you have your Bible, we'll look at Isaiah chapter 55. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schaut mal mit mir zu Jesaja Kapitel 55. Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Jesaja Kapitel 55 und dort Vers 8 und 9. The Bible tells us, Isaiah 55, verse 8 says, da sagt uns die Bibel in Jesaja 55, Vers 8 und 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, say the Lord. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. God say, Gott sagt, your way is not my way. Er sagte, mein Weg ist nicht euer Weg. Your thoughts are not my thoughts. Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. How far is our thoughts and our way from God's way? Wie weit sind unsere Gedanken und Wege von Gottes Gedanken und Wegen? What did the Bible say? Was sagt die Bibel? What did the Bible say? Was sagt die Bibel? Yeah, heaven and earth. How far is different between heaven and earth? Wie weit ist der Unterschied von vom Himmel zur Erde? It is very, very far. Ja, ist ziemlich weit. So. Also. As human, we must understand. Als Menschen müssen wir verstehen. God's way and our ways and God's thought and our thought are very different. Dass Gottes Wege und unsere Wege und Gottes Gedanken und unsere Gedanken sehr unterschiedlich sind. You think God's way is better or our way is better? Glaubt ihr, Gottes Weg ist besser oder unser Weg ist besser? And God's thought is better or our thought is better? Oder sind Gottes Gedanken besser oder unsere Gedanken besser? You see, a lot of time we act that we know better than God. Oft handeln wir so, als ob wir es besser wüssten als Gott. We act as if our way is better than God's way. Wir handeln, als ob unsere Wege besser sind als Gottes Wege. God say, I'm Alpha and Omega. Gott sagt, ich bin das Alpha und Omega. The beginning to the end. Der Anfang und das Ende. I was God of yesterday, today and tomorrow. Ich war gestern, ich bin heute und werde zum Morgen sein. God know from beginning to the end. Gott weiß vom Anfang schon, wie das Ende ausgeht. There is no one being in this universe can know from beginning to the end. Es gibt kein anderes Wesen im Universum, das von Anfang schon das Ende her kennt. There's only God. Es ist nur Gott. And God have a thousand ways to solve one problem. Und Gott hat 1000 Wege, ein Problem zu lösen. You know, if I can think of one way, I think I'm quite good, you know.
If I can think of one way to solve a problem, I think it's good enough. Also wenn ich so einen Lösungsweg finde, dann denke ich schon, dass das gut ist. Maybe the Germans must have at least three ways. Vielleicht brauchen die Deutschen mindestens drei Lösungswege. Of 10 ways, I don't know. Oder 10 Wege vielleicht, ich weiß nicht. To think of 1000 ways or more is too much. Also mehr als 1000 verschiedene Wege sich vorzustellen, das ist doch viel zu viel. That's why in the Bible. Also in der Bibel. God never repeat his way. Hat Gott niemals seinen Weg einfach wiederholt? Every time God have different way to solve it. Jedes Mal hat er eine andere Möglichkeit, noch ein Problem zu lösen. Because he's just got too many ways to solve one problem. Er hat einfach zu viele Möglichkeiten, ein Problem zu lösen. There will never come to a time when you come to God and God say, "Man, that is just too difficult." Es wird niemals die Zeit geben, wo wir zu Gott kommen und Gott sagt, "Oh, ich glaube, das ist jetzt wirklich zu schwer." Is that wonderful? Ist das nicht wunderbar? So if God's way is better than our ways. Also wenn Gottes Wege besser als unsere sind. How many of us do you think as Christian will take God's way 100%? Wie viele von uns glaubt ihr als Christen nehmen dann Gottes Wege wirklich zu 100%? Whatever God say, I will do. Was immer Gott sagt, werde ich tun. When God says turn right, I will turn right. Wenn Gott sagt, dreh dich rechts um, werde ich mich rechts umdrehen. When God says turn left, I will turn left. Wenn Gott sagt, links rum, werde ich mich links umdrehen. How many Christians do you think in this earth will follow God 100%? Was denkt ihr, wie viele Christen auf dieser Welt folgen Gott 100%? Some people think if you follow 50% is good enough. Einige glauben, wenn du 50% folgst, dann ist das schon gut genug. But if God's way is the best way, why does God's people do not follow God 100%? Aber wenn Gottes Wege doch die besten sind, warum folgt dann Gottes Volk nicht einfach seinen Wegen 100%? My son, I have a son, 18 years old and two girls. Also ich habe einen Sohn, der ist 18 Jahre und dann noch zwei jüngere Töchter. 2 years ago, my son told me. Vor 2 Jahren hat mein Sohn mir gesagt, oh, danke schön. My son said. Hat mein Sohn gesagt, Papa, I wish you force me to learn Chinese. Ich wünschte, du würdest mich zwingen, Chinesisch zu lernen. As much as you force me to learn piano. So sehr, wie du mich zwingst, Klavier zu lernen. No, my son can speak Chinese, can. Yeah, that's about it. He cannot really read and write, you know. Also er kann so doch schon Chinesisch sprechen, aber nicht richtig lesen und schreiben. I try my best, but he will not. Also ich habe mein Bestes versucht, aber er wollte irgendwie nicht, oder? So he told me, I wish you would force me. Er hat dann gesagt, ich wünschte, du hättest mich gezwungen. I look at my son. Ich habe meinen Sohn angeschaut. I said, son. Ich habe gesagt, Sohn. I try. Ich habe es versucht. But you will not listen. Aber du hast nicht zugehört. Why did he not follow my way? Warum ist er meinem Weg nicht gefolgt? Now he know my way is better. Jetzt weiß er, dass mein Weg besser war. You see, my way is the best for him, also, but it's not the most pleasant way. Also ich wusste, mein Weg ist der beste für ihn, aber es war nicht der angenehmste Weg. Sometimes we realize when God bring us a way that is not pleasant. Manchmal realisieren wir, dass Gott uns einen Weg führt, der nicht besonders angenehm ist. It's not nice. Ist nicht so schön. There are many ways to go to Canaan, but God will have to turn round and round and round and round and round. Also es gibt viele Wege nach Kanaan zu gehen, weil Gott muss immer uns immer so und so und so und so führen. There's no one soul in Israel that think that God knows what he's doing. I mean, there's no one person in Israel thought that God do know what he's doing. Ja, es gab nicht eine Person in Israel, die wirklich glaubte, dass Gott genau weiß, was er tut. They complain all the time. They complain all the time. Ja, die haben sich die ganze Zeit sich beschwert und beklagt. They don't think that God know what he's doing. Sie haben nicht wirklich geglaubt, dass Gott weiß, was er tut. How many times we feel that God don't know what he was doing? Wie oft fühlen wir und haben den Eindruck, dass Gott nicht weiß, was er tut? Now sometimes we pray. Manchmal beten wir. And some people, when they pray, they get nervous. Und manchmal, wenn sie beten, dann werden Menschen nervös. Do I really want to ask God to direct me in this path? Du, Gott, möchtest du mich wirklich in diesen Weg führen? What happens if God don't want me to choose this path? Also, was passiert, wenn Gott gar nicht möchte, dass ich diesen Weg gehe? You know, a lot of people come to God, they didn't pray, God, is that the choice? Or they were just, God bless me. Viele Leute beten nicht, Gott, ist das wirklich die richtige Wahl, sondern sie beten nur, Herr, segne mich. This must be the girl. Das muss das Mädchen sein. That must be the man. Das ist der Mann. Just ask God to bless. Und dann bitten wir Gott einfach nur, das zu segnen. They're not asking God, Lord, shall I? Sie bitten, or shall I not? Bitten nicht Gott, Herr, soll ich überhaupt what oder nicht? Is your way? Was ist dein Weg? When we want to open and say, God, what
do you want me to do? Wenn wir wirklich offen sind und Gott fragen, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? I'm willing to do anything you ask for. Dann bin ich bereit, alles zu tun, was du wirklich von mir möchtest. Not many people willing to pray such prayer. Nur wenig Menschen sind bereit, so ein Gebet wirklich zu beten. Because they are nervous. Weil sie nervös werden. What happened if God chose a way that's not my way? Was passiert, wenn Gott jetzt einen Weg auswählt, der nicht mein Weg ist? Right? Nicht wahr? Maybe Germans are different, yeah? Vielleicht sind die Deutschen anders. I remember when I finished my college. Ich erinnere mich, als ich mit dem College zu Ende war. It was in 1995. Das war 1995. I finished earlier. Ich habe früher beendet. Not because I was smarter, because I was during my school time, God bring me to many, many countries to do missionary work. Ja, nicht weil ich klüger war als die anderen, sondern weil ich schon während meines Studiums dann Gelegenheit hatte, in vielen Ländern Missionsarbeit zu machen. And the last 3 months, I'm supposed to do my practicum time, and they look at my what I have done in the past 3.5 years is just too much. Und als ich dann mir das am Ende angeschaut habe, was ich die letzten 3.5 Jahre getan hatte, habe ich gesagt, das ist zu viel. Time do not allow me to share with you my missionary work. Also meine Zeit erlaubt es jetzt nicht, euch zu erzählen, was ich alles an Missionsarbeit gemacht habe. God brought me to different part of Asia. Gott hat mich in verschiedene Teile Asiens gesandt, to share medical missionary work. Um medizinische Missionsarbeit dort zu tun. So when I finished earlier in 1995, I'd ask God. Also als ich dann etwas früher fertig war mit dem Studium 1995, this is the new chapter of my life. Habe ich Gott gefragt, Herr, es ist doch jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben. Where should I go to work? Wo soll ich hingehen, um zu arbeiten? So God gave, if you are here last night, you know God gave this life to me, new life, you know. Also wenn ihr gestern Abend da gewesen seid, wisst ihr, Gott hat mir dieses neue Leben gegeben. And I cannot use this life to benefit myself. Und ich kann dieses neue Leben jetzt nicht einfach dazu benutzen, nur für mich selbst zu nutzen. So wherever God guide me, I must go. Also wo immer Gott mich hinführt, da wollte ich hingehen. So as usual, ask God. So habe ich Gott wie gewöhnlich gefragt. God, where should I go? Gott, wo soll ich hingehen? God say. Gott hat gesagt, go to China. Geh nach China. I said China? Ich sagte, China? I said no. Ich sagte, nein, das kann ich nicht. I said, if you don't let me stay in America, I cannot understand, okay? Ich habe gesagt, hey, wenn du mich nicht in Amerika bleiben lässt, dann verstehe ich das nicht. You know all my friends, all these Eastern Europe friends, like Romanian, Bulgarians, all these. All my friends, they all stay in America. Alle meine anderen Freunde aus Osteuropa, aus Rumänien und Bulgarien, die sind alle in Amerika geblieben. Because America is better job, better, you know, better Amerika, money, everything. Weil in Amerika gibt's bessere Arbeit, gibt's besseres Geld, alles. I said, I understand you, but if I don't stay in America, but let me go back to Malaysia. Und da habe ich gesagt, naja, also wenn ich schon nicht in Amerika bleiben kann, dann lass mich doch wenigstens nach Malaysia zurückgehen. God say no, China. Aber Gott hat gesagt, nein, China. Some people say, how do you know God asked you to go to China? Manche Leute sagen, woher weißt du, dass Gott dich gebeten hat, nach China zu gehen? Pray, God tell you, we must go this way. Woher hast du gewusst, dass du gebetet hast, dass Gott dir gesagt hat, du musst diesen Weg gehen? No, this is very hard to say, yeah? Das ist ziemlich schwer zu sagen. Because spiritual things, spiritual discernment. Denn für geistliche Dinge braucht man auch geistliches Unterscheidungsvermögen. There's never once in the Bible that recorded that when God people humble themselves, sincerely ask God, and God don't tell them anything. Es gibt keinen einzigen Fall in der Bibel, wo das Volk Gottes sich wirklich aufrichtig gedemütigt hat, Gott gebeten hat und Gott ihnen dann nicht etwas gesagt hat. Never once. Es gibt nicht einen Fall in der Bibel. Things are recorded that they say that God did not answer them is because they left God. Wenn in der Bibel steht, dass Gott ihnen nicht geantwortet hat, dann deswegen, weil dort immer steht, dass sie ihn vorher verlassen hatten. They don't hear. Sie wollten gar nicht hören. See? Nicht wahr? Like King Saul. Wie König Saul zum Beispiel. Like Balaam. Oder Bileam zum Beispiel. Gehazi. Oder Gehazi. You know, these people, God tell them, but they don't want to listen. You know. Gott hat ihnen ja etwas gesagt, aber sie wollten nicht hören. So this, when people say, I pray and God didn't answer me. Und wenn dann also Leute sagen, ich habe gebetet und Gott hat mir nicht geantwortet. There's only one answer. Da gibt's nur eine Antwort. Because they don't want to hear. Sie wollen nicht hören. You understand? Versteht ihr? There is no such thing that Christians ask God and God don't answer them. Es gibt gar nicht diesen Fall, dass Christen Gott bitten und er antwortet gar nicht. That would be a shame to say. Das wäre ja eine Schande. So ask God. Also habe ich Gott gebeten. China. I cannot go to China. Und ich habe gesagt, ich kann gar nicht nach China gehen. How many of you have been to China? Wer von euch war in China? I know a few, one or two, yeah? How many of you have been to China before 1993? Wer von euch war vor 1993 in China? Today China is fantastic. Also heute ist China ganz fantastisch. Even America is afraid of China now. Selbst Amerika hat jetzt Angst vor China.
they play like a kid, you know, like I don't like, you know, they try to depress them because the technology is just too high. Ja, die versuchen jetzt ein bisschen so runterzudrücken, weil die Technologie dort so hoch ist. You know, by next year, 2020 in China, they can track everybody. Ihr wisst, nächstes Jahr 2020 werden sie in der Lage sein, jeden einzelnen Menschen in China immer zu verfolgen. There are cameras everywhere in the street of China. Sie haben überall in China diese Kameras. I mean, that's not good, but anyway. Also das ist jetzt nicht besonders China gut, is high technology now. Also in China gibt's ist wirklich hochtechnologisiert heute. When God bring me to as a missionary to China. Aber als ich ein Missionar in China war, I only go like 1 month or 5 weeks. Da bin ich nur einen Monat oder 5 Wochen da gewesen. In 1993 I went in. Als ich 1993 zum ersten Mal hineinging. Those days China? Da war China noch. When I go to Beijing. Also als ich nach Peking zum Beispiel gegangen bin. Or Shanghai. Oder Shanghai. There's no car. Da gab's keine Autos. I mean there's few cars but also ein paar. The path is bicycle. Also alles sind nur Fahrrad gefahren. Everyone riding bicycle. Alle sind Fahrrad gefahren. Do you know it's a Walkman? Wisst ihr, was ein Walkman ist gewesen ist? Yeah, young people, you don't know what is Walkman, right? Die jungen Leute wissen nicht, was ein Walkman ist. Where you play the tapes? Wo man so dann Kassetten abgespielt hat. I got a Walkman in 1993 in Japan. When I passed by Japan, I bought a nice Walkman. Also als ich da über Japan dann nach China gegangen bin, habe ich in Japan so einen ganz tollen Walkman gekauft. I was walking the street of Beijing. Ich bin durch Peking die Straßen lang gegangen. Everyone look at me. Jeder hat mich angeschaut. As if I'm very high tech, you know? Als ob ich total super technologisiert wäre. China was very backward. Also China war total hinterwäldlerisch. When I went to Shanghai in 1993. Als ich 1993 in Shanghai war. You know, Shanghai is highly populated place. Also heute ist es ist ja total überbevölkert. These people live in apartments, you know? Also neben diesen ganzen Wohnblöcken. Imagine. Stellt euch vor. All these apartments. There's no toilet. In all diesen Wohnblöcken gab es keine Toiletten. No shower. Keine Duschen. It's only a place to sleep. Es war nur immer ein Ort, wo man schlafen konnte. Their toilet is a public toilet in the middle of all the building. Also sie hatten eine Toilette als öffentliche Toilette für das gesamte Gebäude. Okay? Okay. And every house has got a potty, you know, potty where they pee and they poo there. Also in the morning they bring the potty. Also sie haben so ein public toilet. Sie haben dann, also in jedem Haus gab es quasi nur einen Topf, in dem man dann sein Geschäft verrichten konnte und dann zur öffentlichen Toilette bringen konnte. And when you go to the public toilet, everyone uses that toilet. Und dann geht man in die öffentliche Toilette und jeder benutzt die. One toilet for male, it is bigger than this church. Also eine Toilette für alle Männer, die war größer als diese Gemeinde. When you go in, there's only 4 walls. Also da drin gab es nur 4 Wände. Inside there's no more wall. Und innen drin keine weiteren Wände. Okay. Okay. And you go in, you will see every 3 feet there's a drain. Und überall ist dann sozusagen ja so eine Klo. And you see all the people squatting down doing their business. Und alle stellen sich dann an in der Linie und haben alle ihr Geschäft verrichtet. And in the middle. Und in der Mitte. People are waiting. Haben die Leute gewartet. I always tell every few minutes you will hear a waterfall coming. Also alle paar Minuten hat man so einen Wasserfall gehört, der gekommen ist. I tell you, ich sag euch, if you are not trained, wenn du nicht trainiert bist, you can squat there for a few hours, nothing will come out from you. Squat. You can, if you are not used to it, you can squat there for a few hours, nothing come out from you. Ah, wenn man nicht das gewohnt ist, kann man das stundenlang versuchen, auf Klo zu gehen, es wird nichts rauskommen. I always tell people. Ich sage den Menschen immer. In China, if you want to find toilet, you don't have to look for the signboard. You just go by smell. Also ich habe den Leuten mal gesagt, wenn man in China eine Toilette finden muss, muss man nicht nach einem Zeichen suchen. Man geht einfach dem Gestank nach. When we travel from one place to another place by the train, it's not German train, it's China train. Also wenn wir mit dem Zug von einem Ort zum nächsten gereist sind, das waren keine deutschen Züge, das waren chinesische Züge. For few hours, 4 hours, I travel. I got to stand like this. 4-5 Stunden muss ich dann immer so stehen. And you're afraid who is going to steal your thing, you know? Und der nächste hat einem vielleicht noch die Dinge gestohlen, die man hatte. And everyone was smoking. Und jeder hat geraucht. Even though the smoking signs, no smoking signs there, everyone still smoking. Obwohl es ein Nichtraucherzeichen gab, hat jeder geraucht. Imagine during winter time, I travel in China, the window is closed. Also in der Winterzeit, wenn dann die Fenster geschlossen waren. You travel like 20 hours in the train. Dann bin ich mal mit 20 Stunden im Zug gereist.
Everyone was smoking. Jeder hat geraucht. The whole train is like a smoke chamber. Also der ganze Zug war wie eine Rauchkammer. I told God, if I stay here China too long, I have lung cancer. Ich habe Gott gesagt, wenn ich zu lange in China bleibe, werde ich Lungenkrebs kriegen. But that's just a little bit of China, but das ist nur ein bisschen von China. When I go in as a missionary, I go in like one month. Aber als Missionar bin ich meistens nur einen Monat hineingegangen. I count my time, you know? Ich habe die Zeit immer rückwärts gezählt dann. One week passed, second week passed, third week passed. Eine Woche rum, zwei Wochen rum. I endure. Ich habe das ausgehalten. Yeah? When I finish, I got a lot of story to tell. Und als ich fertig war, hatte ich dann mal tolle Geschichten zu erzählen. But now I say, God, how long you want me to go to China? Aber jetzt habe ich Gott gesagt, wie lange soll ich denn jetzt nach China gehen? I'm looking for a job. I'm not just going for a missionary trip. Ich will ja auch eine Arbeit dann haben. Ich will nicht einfach nur Missionar sein. One year? Ein Jahr? Two years? Zwei Jahre? How long? Wie lange? God don't give me an expired date. Gott hat mir kein Ablaufdatum gegeben. I say, no man, that's just too much. Ich habe gesagt, oh nein, das ist zu viel. How many of you know Emmanuel Beck? Wer von euch kennt Emmanuel Beck? Der war vor ein paar Jahren hier zum Erweckungswochenende 2011. When I brought Emmanuel Beck with me, als ich den Emmanuel Beck mit mir nach China gebracht habe, in 1994, he couldn't even use a toilet. Er hat es nicht fertig gebracht, eine Toilette zu gebrauchen. He told me, one week I have not go to toilet. Er hat mir gesagt, ich war eine Woche nicht auf der Toilette. That is how bad it is. So schlimm war's. So, I say God. Ich habe zu Gott gesagt, I cannot hear you, man. Das kann ich mir jetzt nicht anhören. I cannot agree. Ich kann damit nicht übereinstimmen. So, I struggle. Ich habe wirklich gekämpft. How many of you have struggled with God before? Wer hat von euch schon mal mit Gott gekämpft? When God say do this, wenn Gott sagte, against your nature, tu das und es ist gegen unsere Natur. And you don't want to listen. Und man will nicht zuhören. There's no peace in life. Da gibt's keinen Frieden im Leben. Sometimes I don't understand how people can go against God and go away from God and still have peace. Ich verstehe manchmal nicht, wie Menschen von Gott weggehen können und dann immer noch Frieden haben können. I suffer for 3 months. Ich habe 3 Monate lang gelitten. The Spirit of God keep impressing me, but I say no, I cannot. Also 3 Monate lang hat der Geist Gottes mich immer wieder beeindruckt und ich habe gesagt, nein, ich kann da nicht hingehen, ich kann das nicht. Ah, it was a terrible 3 months. Das waren schreckliche 3 Monate. There was not much energy left in me. Es war nicht mehr viel Energie in mir übrig. There's no like, I just don't know what to do. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. I dare not choose my own way. Ich habe auch nicht gewagt, meinen eigenen Weg zu wählen. One day. Eines Tages. I was at the health center. War ich in einem Gesundheitszentrum. The health guests haven't come, so we was supposed to do some gardening. Also die Gesundheitsgäste waren noch nicht da, so haben wir ein bisschen Gartenarbeit gemacht. So while we were doing gardening, Dr. Butler was with me. Und als wir im Garten gearbeitet haben, war der Dr. Butler bei mir. Dr. Butler was 75 years old at that time. Und Dr. Butler war damals 75 Jahre alt. Dieser Doktor. He gave all his life to Africa. Der hat sein ganzes Leben für Afrika gegeben. If you know, Africa is not in any better than China, right? Und wenn ihr wisst, da gibt es viele Stellen, das ist nicht mal besser gewesen als in China. This doctor, when he graduated from Loma Linda, he left with his wife to Africa and he gave all his life. Als dieser Arzt von Loma Linda graduiert ist, hat er mit seiner Frau sich auf die Reise nach Afrika gemacht und ist dort sein ganzes Leben lang gewesen. And he might be thinking Jesus will come at his generation. Und er hat gedacht, Jesus kommt in seiner Generation. But now he's old. Jetzt ist er alt. Man, if he stay in America like his rest of his doctor friend, wenn er wie seine anderen Freunde in Amerika geblieben wäre, he is rich. Hätte er enorm reich werden können. All his doctor friend, man, they have aeroplane as their toy, you know. Der what? Aeroplane toy. Ah, all seine anderen Ärzte, die er als Freunde gehabt hatte, die hatten kleine Flugzeuge als Spielzeuge. Real aeroplane, not just also, richtige Flugzeuge so als Spielzeug. They're rich. Die sind reich gewesen. But he? Aber er? He spent all his life in Africa. He come back. Yeah, he got a house. He can retire, but he's not rich. Er hat sein ganzes Leben in Afrika verbracht. Ja, hat ein kleines Haus dann gehabt, hat ein bisschen Ruhestand gehabt, aber er war nicht reich. So I look at him. Ich habe ihn mir angeschaut. So I think, man. Und ich habe ihm gesagt, have you ever regret? You know, have you ever regret when he was young, he decided to go to Africa? Ich habe mich gefragt, hat er jemals oder hast du jemals es bedauert, dass du als junger Mann dich entschieden hast, nach Afrika zu gehen?
So I looked at Dr. Butler. Ich habe ihn mir angeschaut. I said, Dr. Butler, I have a question for you. Ich habe mir das gefragt und dann habe ich ihn gefragt. I said, have you ever regret? Hast du das jemals bereut? When you were young, you decided to go to Africa. Dass du nach Afrika gegangen bist, diese Entscheidung als junger Mann getroffen and now hast. You're old. Und jetzt bist du alt. And Jesus is still not back. Und Jesus ist immer noch nicht da. He looked at me. Er hat mich angeschaut. He says something that I never forget. Er hat etwas gesagt, das ich niemals vergessen werde. He say, er hat gesagt, Sister White say, Ellen White sagt, the Advent movement began with sacrifice. Die Adventbewegung begann mit Opfer. Ja, when you read the story of the Advent movement, they're full of sacrifice. Also wenn man die frühe Adventgeschichte liest, ist es voller Opfer. And Sister White say, und Ellen White sagt, the Advent movement will only end with greater sacrifice. Die Adventbewegung wird nur mit größerem Opfer beendet werden. No regret. Kein, ich bedauere es überhaupt gar nicht. Oh, I say, my. Ich sag, wow. I say, if you are a doctor and no regret, I'm nobody. Also wenn du sogar ein Arzt bist und du hast es nicht bedauert und nicht bereut, also ich bin ja niemand. I say, okay, la God, I told God. I went back to my room, I say, God. Also ich bin in meinen Raum zurückgegangen, habe zu Gott gesagt. Honestly, I don't want to go. Also ganz ehrlich, ich will eigentlich nicht gehen. But I know I must go. Aber ich weiß, ich muss gehen. I'll force myself. Ich werde mich selbst ein bisschen zwingen. You know? It's okay to force yourself sometimes. Ist okay, es ist manchmal okay, sich ein bisschen zu zwingen. Just like my son. So wie mein Sohn. Even though he don't like it, if he listen, the end will be good. Also selbst wenn er mal das nicht so gemocht hat und gehört hat, am Ende war es dann gut. Sometimes we call it just jump. Jump. Just jump into the sea. Ah. Don't care. Also manchmal muss man einfach ins Wasser springen und sich jetzt nicht. Die. You know what I'm saying? Do you have this language? Just jump, you know. Also in China sagt man wohl einfach springen. So I said, God, I will go. Ich habe gesagt, Herr, ich werde gehen. So I went to China. Bin nach China gegangen. I worked with another doctor, Dr. Wiebe. Ich habe mit einem anderen Arzt, Dr. Wiebe, gearbeitet. Also a very sacrificial doctor. He's he and his wife. Auch jemand, der sehr viel Opfer gebracht hat. And er, seine Wiebe Frau. Was a German. Und Dr. Wiebe war ein Deutscher. He graduated from Loma Linda. Er hat in Loma Linda eigentlich seinen Abschluss gemacht. He always told me, I got German's blood in me. Er hat immer gesagt, ich habe deutsches Blut in mir. So, we were working together. He rent Sanitarium, Health Center, also, Sanitarium from China. Wir haben zusammen gearbeitet. Er hat in China ein Sanitarium gemietet. And they teach lifestyle program. Und sie haben so Lebensstilprogramme unterrichtet. So I went there to be the translator. Also bin ich dorthin gegangen, um der Übersetzer zu sein. And I teach some health classes too. Und ich habe auch ein paar Gesundheitsklassen unterrichtet. And in China, communists, we are always persecuted if we go and do Bible. Ja. Und im kommunistischen China wird man immer verfolgt, wenn man mit der Bibel da arbeitet. So health is the best way to cover up ourselves. Also mit der Gesundheit konnten wir uns gut so ein bisschen bedeckt halten. So early in the morning we wake up like 3-4 o'clock to also, have training. Also sind wir morgen um 3 und 4 Uhr morgens aufgewacht, um Training zu machen. And after 6 o'clock we back to normal. Und um 6 Uhr morgens sind wir dann wieder in den normalen Modus zurückgegangen. Because the police will always come and check on us at 7 o'clock. Denn um 7 Uhr kam immer die Polizei, um uns zu kontrollieren. Yeah? During Sabbath we cannot sing like this. Also am Sabbat konnten wir nicht wie hier singen. You know how we sing? Wisst ihr, wie wir gesungen haben? We cannot let them know we are worshiping, you know? Wir konnten sie ja nicht ihnen zeigen, dass wir anbeten. So the choir director, I mean the song leader was standing in front and everyone had to look at him. Also hat derjenige, der den Gesang geleitet hat, dann vorne und alle haben ihn angeschaut. And the song service, one person sing at a time. Und es hat immer nur einer gesungen. So when he point to you, you will sing. Also hat er dann dich angeguckt und dich angeschaut und dann hast du gesungen. When point to you, you will sing, you know? Und hat er zu dir gezeigt, dass du singen dürfen. So the whole group, there's only one person sing at one time. Also alles waren zwar gemeinsam, aber immer nur einer konnte gleichzeitig singen. It was very funny, but anyway. Das war ziemlich lustig. I was in China. Ich war in China. The first week passed. It was a lonely China day. Also der erste Tag war vorbei. Es war ein ziemlich einsamer Tag in China. Every day I say, God, how long? Jeden Tag habe ich Gott gebeten, wie lange? How long do you want me to stay in China? Wie lange möchtest du, dass ich in China noch bleibe? Second week passed. Zweite Woche ist vorbeigegangen. 1 month passed. Ein Monat ist vorbei gewesen. 3 months passed. 3 Monate. 6 months passed. 6 Monate. I forgot to ask God. Ich habe irgendwann vergessen, Gott zu fragen noch. I get used to China. Ich habe mich irgendwann an China gewöhnt. Bicycle. Fahrräder. China toilet. Chinesische Toiletten. China public bath. Und chinesische öffentliche Bäder. You only take shower 2 times a week, you know. Also nur 2-mal in der Woche hat man da geduscht. In a public bath, you know. Und zwar in einem öffentlichen Bad.
Anyway. Naja. Everything. They're used to China. Ich habe mich an China gewöhnt. Not too bad. War nicht zu schlimm. Thank God. Also Gott sei Dank. After one year. Nach einem Jahr. Is it gone? Habe ich gesagt, Gott. Okay. If you want me to stay in China for life, I can. Wenn du möchtest, dass ich in China mein Leben lang verbringe, dann bin ich bereit. So I start to pray for China wife. Also habe ich für eine chinesische Frau gebetet. Ja, yeah? To settle down in China. To what? To settle down in China. Also damit ich in China mich dann richtig ansiedeln kann. When I pray for China wife, als ich für eine chinesische Frau gebetet habe, God say it's time to go home. Hat er gesagt, hat Gott gesagt, jetzt ist es Zeit nach Hause zu gehen. It's not that China wife is not good. Eh? Also nicht, weil chinesische Frauen nicht gut sind. God don't want me to stay in China. Gott wollte nicht, dass ich in China bleibe. So one day, eines Tages, one participant of the health program talked to me. Hat ein Teilnehmer des Gesundheitsprogramms mit mir gesprochen. She was a Bible worker. Sie war eine Bibelarbeiterin. She said, David, we are so glad to learn health. Und sie sagte, wir sind so dankbar, dass wir etwas über Gesundheit gelernt haben. Now I can go back to share with my church member how to live healthily, not just by prayer. Jetzt kann ich meinen Gemeindegliedern zeigen, wie sie wirklich gesund leben können und nicht einfach nur dafür beten. I learned so much. Ich habe so viel gelernt. I can go back to share with all my members, 3,000 members. Ich kann mit all den 3,000 Gemeindegliedern meiner Gemeinde das teilen. Oh. Oh. And then she said, you know what? Und hat sie gesagt, weißt du? 3 years ago, I nearly died. Vor 3 Jahren bin ich beinahe gestorben. I said, what happened to you? Ich habe gesagt, was ist mit dir passiert? Oh, I got colon cancer, I got high blood pressure, I got diabetic, and the doctor say I'm dying, I will die. Und sie hat gesagt, ah, ich hab Darmkrebs gehabt und ich habe hohen Blutdruck gehabt und der Arzt hat gesagt, ich werde sterben. So someone came and tell me about Jesus. Jemand kam und hat mir von Jesus erzählt. And I told Jesus, if you heal me, I will preach for you. Und ich habe dann Jesus gesagt, wenn du mich heilen wirst, werde ich für dich predigen. She was 60 years old. Sie war 16. 60. Ah, sie war 60 Jahre alt. I say, you're old, man. The Bible say, remember the Lord in the youthful time. Und ich habe gesagt, du bist schon alt. Ich meine, wir sollen unseren Schöpfer remember in der Jugend. Remember last night, I told you, remember God in your youthful day. Wir sollen Gott schon in unserer Jugend gedenken, aber habe ich euch gestern Abend gesagt. 60 years old. You can pray such prayer? Sie ist 60 Jahre alt. Du hast so ein Gebet gebetet? But God listened to her. Gott hat sie hat auf you see, after one week, she feels so well. Nach einer Woche sagt sie, hat sich so gut gefühlt. She don't care whether she heal or not. She start to tell people about Jesus. Sie hat sich gar nicht darum gekümmert, ob sie schon geheilt ist oder nicht. Sie hat angefangen, Menschen von Jesus zu erzählen. In 3 years, he brought about 2,000 people to church. Sie hat innerhalb von 3 Jahren 2,000 Menschen zur Gemeinde gebracht. Is that wonderful? Ist das nicht wunderbar? And she said, David. Und sie hat gesagt, David. This health program is good. Sie hat gesagt, dieses Gesundheitsprogramm, das ist I gut. I will go back to share with many people. Und ich werde das zu Hause wieder mit vielen Leuten teilen. And then she asked me a very profound question. Dann hat sie mir eine sehr tiefgründige Frage gestellt. She said, how many, you know, how many health center in your country? Dann hat sie gesagt, wie viele Gesundheitszentren gibt's denn in deinem Land? How many this kind of center that can train young people? In your country, Malaysia. Wie viele Zentren gibt es in deinem Land, Malaysia, wo man so junge Leute für Gesundheit ausbildet? Ich habe sie angeschaut. I say, sister. Ich habe sie gesagt, Schwester. Not even one. Noch nicht mal eins. How many? Wie viele? Not even one. Noch nicht mal eins. She look at me. Sie hat mich angeschaut. She cannot believe. Das hat sie nicht glauben können. So how come? Sie sagt, wie ist das denn möglich? I said, I don't know. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Then she think, wow. Dann hat sie überlegt. What are you here in China for? Was machst du denn in China hier? Go home. Geh nach Hause. Go back and do something for your God. Tu etwas für deinen Gott bei dir zu Hause. Whoa, I see. Also habe ich gesagt. I see, maybe God send you to talk to me? Vielleicht hat Gott dich gesandt, zu mir zu sprechen. So I went to my room. Bin ich in mein Zimmer gegangen. I kneel down. Hab mich niedergekniet. I said, God, is it time to go home? Hab gesagt zu Gott, ist es Zeit nach Hause zu gehen? Then the first Bible verse came to my mind. Dann kam der erste Bibelvers in meinen Kopf. Jesus say, a prophet is not welcome in his own hometown. Jesus hat doch gesagt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Right? Nicht wahr? I say, God. Ich habe gesagt, Herr. I'm a foreigner in China. Ich bin ein Ausländer in China. You don't know, I'm a Chinese, but I'm a Chinese in Malaysia. Okay? Also ich bin zwar ethnisch ein Chinese, aber ein Chinese aus Malaysia. They treat me as foreigner. Die haben mich als Ausländer behandelt. I speak like a king. Whatever I say, they listen to me. Ich rede wie ein König. Wo immer ich etwas rede, hören die mir zu. They respected me. Sie haben mich respektiert. I got power, you know. Ich hatte da Kraft. I go home. Wenn ich nach Hause gehe.
They will say, this is Joseph's son. Joseph's son. Yeah, man. They say Jesus is Joseph's son. Die werden dann sagen, ah, das ist nur der Sohn von Josef. Yeah? Wie bei Jesus. They will not respect me. Die werden mich doch nicht respektieren in Malaysia. In China, they only pay me 300 Renminbi. You know how much is 300 their money? Also in China haben die mich so mir 300 what's the currency? Renminbi in China. Yeah. It's only 300, you know, is they only pay me very little. Also maybe, die haben mir sehr wenig Geld gegeben. I say you can pay me 3000 in Malaysia, but nobody will listen to me. Und ich habe gedacht, hey, ich werde vielleicht das Zehnfache in Malaysia verdienen, aber niemand wird mir zuhören. So I pray to God. I say, God, if you want me to go home, you must at least give me three things. Ich habe zu Gott gesagt, wenn du möchtest, dass ich nach Hause gehe, musst du mir mindestens drei Dinge geben. First, erstens, I must have people. Ich muss Menschen haben. A team to work together. Ein Team, mit dem ich arbeiten kann. This work don't go by yourself. You got to have a team. Diese Arbeit kann man nicht alleine machen, man braucht ein Team. Second, I must have money. Zweitens, ich brauche Geld. And third, und drittens, I'm too lonely. Ich bin zu einsam. I need a wife. Ich brauche eine Frau. I need a special wife. Ich brauche eine besondere Frau. A wife that never asks any earthly thing from me. Eine Frau, die keine irdischen Dinge von mir fordert. A wife that will support me. Eine Frau, die mich unterstützt. That will work with me. Die mit mir arbeitet. So? Okay. One year, I went back to Malaysia, start to test the ground. Also bin ich mal nach Malaysia zurückgeflogen und habe mal versucht, and so ein bisschen first, God zu testen. Settled my heart by giving me a wife first. Gott hat mir zuerst eine Frau gegeben. Yeah, she was a special wife. Sie war eine besondere. That time was just girlfriend. We haven't get married. She agreed to work with me. She'll join me. Also erst waren wir nur befreundet, wir haben nicht verheiratet, aber sie hat mit mir zusammen gearbeitet. So I shared with her about the visions of starting a health center. Also habe ich ihr die Vision so gesagt, die ich hatte, ein Gesundheitszentrum zu gründen. She was my childhood friend. I mean, in the church at 13 years old, I get to know her. Ja, als ich schon in der Gemeinde als ein Kind war, habe ich sie schon kennengelernt. After she finished studying in Australia, she was a nurse. I was, you know, we come back to, yeah, together. Und sie war dann in Australien, hatte eine Krankenschwesterausbildung gemacht und dann kam sie auch zurück und wir haben uns dort wieder getroffen. She said, David, you are not able to do it. Und sie hat gesagt, David, das wirst du nicht schaffen. It is too difficult. Das ist zu schwierig. But I said, God will be with me. Aber ich habe gesagt, Gott wird mit mir sein. But you know what? Aber wisst ihr? I fall into temptation. Ich bin in Versuchung gefallen. I feel that, yeah, it's too difficult. Ich habe dann irgendwann gedacht, ah, es ist vielleicht wirklich said, doch zu schwierig. Maybe next time. Und ich habe zu Gott gesagt, vielleicht das nächste Mal. It's too hard. Es ist zu schwer. And I start to be selfish. Ich habe angefangen, egoistisch zu werden. I start to think about, I got to get married. Und ich habe gedacht, hey, ich könnte doch jetzt einfach heiraten. I got to support my wife. Ich muss doch jetzt meine Frau unterstützen. I need to earn money. Ich muss Geld verdienen. So I start to plan my own way. Also habe ich angefangen, meinen eigenen Weg zu planen. I said, maybe we will start bakery first. Also vielleicht fangen wir erstmal mit einer Bäckerei an. You know, start a bakery is much easier than you start a health center. Also eine Bäckerei anzufangen ist viel einfacher als ein Gesundheitszentrum. You need a little bit of money to start a bakery. Man braucht nur wenig Geld, um eine Bäckerei anzufangen. So I think that's a good idea. Und wir haben gedacht, das ist eine so tolle I tell Idee. Everyone, ich habe jedem gesagt, let's start a bakery. Lass uns eine Bäckerei beginnen. Whenever I say that, there was a voice, small voice behind me telling me, David, that is not my will. Jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, war eine kleine stille, kleine Stimme in meinem Hinterkopf, die gesagt hat, David, das ist nicht mein Wille. I swear by saying, no, this is the best way. Ich habe mir das ignoriert und gesagt, nein, das ist der beste Weg. Oh, I use God's name. I said, God want us to start a bakery. Ich habe sogar Gottes Name dafür gebraucht. Ich habe gesagt, Gott möchte, dass wir eine Bäckerei beginnen. For 3 months, I was trying to convince people about starting a bakery. 3 Monate lang habe ich versucht, die Leute zu überzeugen, dass wir eine Bäckerei starten. Ein ganz einfacher Weg. Even though the easiest way, it became the hardest way. Aber der einfachste Weg wurde der härteste. It just didn't work well. Es hat einfach nicht funktioniert. Didn't come together. Hat sich nicht so ergeben. I was so distressed. Ich hatte so einen and then Stress. My wife, it's not my wife, my girlfriend, she couldn't come up from the hospital. The hospital would not release her. Und meine Freundin, sie wurde vom Krankenhaus nicht entlassen, wurde nicht freigegeben. Everything just went wrong. Alles ist falsch gelaufen. Then I started thinking, forget about the bakery. I go to Penang, where my girlfriend is. I just find a job and, you know, just stay with her. Da habe ich gesagt, okay, ich vergesse die Bäckerei. Ich werde einfach nach Penang ziehen, wo meine Freundin im Krankenhaus arbeitet und werde dort einen Job finden. My direction was just all become blur. Meine ganze Richtungs, ich habe nicht mehr genau gewusst, wo ich hin will. Because I don't listen to God. Weil ich nicht auf Gott gehört habe.
I want my own way. Ich wollte meinen eigenen Weg. I remember one night. Eines Abends. It was 12 o'clock midnight. Es war Mitternacht. I couldn't sleep. Ich konnte nicht schlafen. I was so stressed. Ich hatte so einen Stress. Things just didn't go. I mean, nothing worked out. Nichts hat überhaupt funktioniert. I almost feel like I must separate from my wife and my girlfriend in order to do what God asked me to do. Es hat sich fast so angefühlt, als ob ich von meiner Freundin mich trennen müsste, um das zu tun, was Gott von mir möchte. I was so distressed. Ich hatte so einen Stress im Kopf. I remember I sit down on my chair. Nope, it was quiet. Ich erinnere mich, ich saß in meinem Stuhl, es war ganz ruhig. I said, God. Ich habe gesagt, Gott. I said, why? Warum? What went wrong? Was ist jetzt falsch gelaufen? Then I opened my Bible. Habe ich meine Bibel geöffnet. And God spoke to me. Gott hat zu mir gesprochen. I want you to turn to the Bible in Matthew chapter 7. Schaut mal in Matthäus Kapitel 7. Matthew chapter 7. Matthäus 7. Verse 22. Vers 22. Are you there? Seid ihr da? Matthew chapter 7 verse 22 say. Matthäus 7 Vers 22 sagt. Many will say to me in that day. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen. Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Oh no, sorry, verse 21. Vers 21. Not everyone that said unto me. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Lord, Lord, shall enter into the kingdoms of heaven. Er wird in das Reich der Himmel eingehen. But he that do the will of my Father which is in heaven. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. God say David. Gott hat gesagt, David. You have been using my name all the time. Du hast meinen Namen die ganze Zeit gebraucht. Doing your own will. Um deinen eigenen Willen zu tun. Not my will. Nicht meinen Willen. You tell people it's my will to start a bakery. Du hast den Leuten gesagt, es wäre mein Wille, eine Bäckerei zu starten. You know that is not my will. Du weißt, das ist gar nicht mein Wille. And not everyone that uses my name will enter into the kingdom. Und nicht jeder, der meinen Namen gebraucht, wird in das Reich der Himmel eingehen. Only those that do the will of my Father. Sondern nur diejenigen, die den Willen meines Vaters tun. You know, today there's a lot of people use God's name to do their own way. Heute gibt es viele Menschen, die Gottes Namen gebrauchen, um ihren eigenen Weg durchzusetzen. We fall into, oh, God wants us to do this. Wir sagen, oh, Gott möchte, dass wir das tun. How do you know? Woher weißt du das? Did God tell you? Hat Gott es dir wirklich gesagt? A lot of people just using God's name to cover their selfishness. Viele bedecken ihren eigenen Egoismus nur mit Gottes Namen. God tell me, David, you know. Gott hat mir gesagt, David, du weißt es doch. It was like a knife cutting through my heart. Das war wie ein Messer, durch das mein Herz geschnitten hat. I can choose to listen or I can choose to harden my heart. Ich konnte mich jetzt entscheiden, entweder zuhören oder mich verhärten. But thank God. Aber danke Gott. I bow down before God. Ich habe mich vor ihm gebeugt. I say, God, ich habe gesagt, Gott, I'm sorry. Es tut mir leid. If I have to lose my girlfriend, wenn ich wirklich meine Freundin verlieren muss, if I have to lose my future, wenn ich meine Zukunft verlieren muss, it's okay. Das ist okay. As long your will be done. Solange wie dein Wille getan wird. And when I let go, und als ich das losgelassen habe, I felt like a big burden on my back just come down. Dann war das, als ob eine immense Bürde von meinem Rücken abgefallen ist. I can almost see the direction in front of me. Ich konnte fast den Weg direkt vor mir sehen. You know, God said, Jesus say, my burden is light. Wisst ihr, dass Jesus sagt, meine Bürde ist leicht, mein Joch ist leicht? My yoke is very light. Mein Joch ist sehr leicht. Sometimes, you know why, when we carry God's word, we feel very heavy? Manchmal, wenn wir Gottes Werk tun, fühlen wir uns sehr beschwert. Because there's too much self in it. Weil da einfach zu viel vom Ich noch da drin ist. We have our own way, not God's way. Wir haben unseren eigenen Willen und nicht Gottes Weg. When I let go, I feel so free. Als ich das losgelassen habe, habe ich mich so when frei self gefühlt. Is put aside, I never know self is so heavy. Als das Ich zur Seite ging, habe ich habe vorher nie gewusst, dass das Ich so schwer ist. I was so happy. Ich war so froh. I said, forget about everything, God, whatever you want me to do, here am I.
Ich habe gedacht, Herr, ich vergesse alles andere, was immer du von mir willst. Hier bin ich. To make the long story short. Um eine lange Geschichte kurz. I promise you, I cannot take too long. Ich habe euch ja versprochen, ich werde nicht zu lange gebrauchen. I told my wife. Ich habe meiner Frau dann gesagt. I must do. I mean my girlfriend. Also der Freundin damals noch. I say I must do what the Lord guide. Ich werde das tun. Ich muss das tun, was Gott mir gezeigt hat. You with me or you not with me? Ob du mit mir bist oder nicht, Gott wird das wissen. So? Also? I start to look for a team. Habe ich nach einem Team mich ausgeschaut, Ausschau gehalten nach einem Team. I went to see, you know, in Malaysia, Adventist has a hospital called Penang Adventist Hospital. In Malaysia gibt es ein großes Krankenhaus, das adventistische Penang Krankenhaus. I went to talk to many doctors. Ich habe alle Ärzte dort und viele Ärzte angefragt. I said, come, let's do something, you know, let's start a health center. Und ich habe gesagt, hey, lass uns etwas tun, lass uns etwas starten, ein Gesundheitszentrum. Everyone tell me, good plan. Alle haben mir gesagt, toller Plan. Nobody say, I will come. Niemand hat gesagt, ich komme auch mit. Do you know a lot of Adventists? They know there's a lot of things need to get done. Wisst ihr, viele Adventisten wissen, es gibt viel zu tun. They know. Sie wissen es. But not them. Aber nicht sie wollen es tun. Somebody else. Jemand anders. You understand what I'm trying to say? Wisst ihr, was ich sagen will? Oh, God never called me. Oh, Gott hat mich nicht gerufen. I tell you. Ich sag euch. It's too bad. Das ist ziemlich schlecht. But anyway. Nun. I told God, I said, Lord, look, there's nobody want to do. Ich habe zu Gott gesagt, schau mal, niemand will das tun. Then God impressed me to talk to another doctor. Dann hat Gott mich beeindruckt, noch einen anderen Arzt zu fragen. This doctor was the last doctor I talked to. Das war der letzte Arzt, zu dem ich gesprochen habe. I don't want to talk to him in the beginning. Ich wollte zu ihm gar nicht erst sprechen. Why? Because he was so sick. Weil ich wollte gar nicht mit ihm reden, weil er so krank war. I don't know why. In a young age, 37 years old, that time, this doctor had rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, you know? Also dieser Arzt hatte mit 37 schon Arthritis. Rheuma. It's an autoimmune disease. The immune system attacked the joint. Und er hatte ein Autoimmunsystem, was die Gelenke angreift. And medication, there's no medication. They only go by steroid, you know. Und da gibt's keine richtigen Behandlungen dafür. Man kriegt nur Steroide. Cannot be cured. Das kann nicht geheilt werden. So, I said, God, talk to him. Und ich habe zu Gott gesagt, mit ihm soll ich reden? I said, he can't even help himself. He's gonna help me? Er kann ja nicht mal sich selbst helfen. Wie soll er mir helfen können? You know, a lot of time trouble. Is a blessing in disguise. Wisst ihr, oftmals sind Schwierigkeiten ein Segen, der nur versteckt ist. It's only when life comes too difficult, then you will start to think. Nur wenn das Leben zu schwierig wird, fängt man an, wirklich nachzudenken. When life is just too good, you will not think about serving God, you know. Wenn das Leben zu gut ist, dann fängt man nicht darüber an, Gott zu dienen, darüber nachzudenken, Gott zu dienen. So I said, okay, I'll talk to him. Ich habe gesagt, okay, ich werde mit ihm reden, habe mit ihm gesprochen. He and his wife was very impressed. Er und seine Frau, die waren sehr beeindruckt. Und dann haben sie gesagt, okay, David, wenn du das Geld findest, um dieses Zentrum zu bauen, dann werden wir kommen. I said, I got no salary in the beginning. Also ich habe gesagt, es gibt keinen Lohn am Anfang. We just gotta start with what we have. Wir müssen mit dem anfangen, was wir haben. I said, okay. Er hat gesagt, kein Problem. So now I got a doctor. And his wife is a nurse. Also jetzt hatte ich schon einen Arzt und seine Frau als Krankenschwester. And my girlfriend is a nurse. Und meine Freundin war auch eine Krankenschwester. And me, four of us. Und ich, wir waren vier. And we agree, if we have no salary, it's okay, as long as we got food to eat. Also wir haben uns auch dann vorgenommen, wenn wir keinen Lohn erstmal bekommen, kein the Problem. What became is sacrifice, right? Solange wir was zu essen haben, müsste das erstmal reichen. So I went to Singapore. Also bin ich nach Singapur gereist. Because money is in Singapore. Denn das Geld ist alles in Singapur. Singapore are richer, you know? Die Singapurianer sind reicher. So I went to Singapore, I've met some very good Adventists. Also bin ich nach Singapur, habe dort ziemlich gute Adventisten getroffen. They say, David, die okay. Die haben gesagt, David, okay. I need to raise money. Also ich muss Geld jetzt sammeln. That time we only start with 1 acre of land. Wir haben nur ein kleines Grundstück in Malaysia gehabt. Just 1 acre. Also, start small. Also wir haben ganz klein begonnen. And we need to raise about at least ₱500,000 to build the first home health center. Home. Ja, also wir mussten so ein bisschen mehr als 100.000 Euro zusammensammeln, um das erste Zentrum so bauen zu können. I say, God, I could raise ₱500,000. How long it would take me to raise? Also, wenn ich jetzt so über 100.000 Euro zusammen sammeln muss, wie lange dauert das, bis ich das zusammen habe? My wife, my girlfriend say, man, that would take you a long, long time. Meine Freundin hat gesagt, oh, das wird ziemlich lange dauern. I say, I think so. Ich dachte, ja, auch so. I just do by faith. It's not my job. It's God's job. Aber wir sind im Glauben vorangegangen. Es ist ja nicht meine Aufgabe, sondern Gottes Aufgabe. So I go one by one.
Wir sind von einem zum nächsten gegangen. You know people that gave us money? Leute haben uns Geld gegeben. I realize 99% are not rich people. Von denen, die Geld gegeben haben, waren 99% gar nicht reich. Just normal people. Ganz normale Menschen. People that are very rich normally they don't give. Leute, die sehr reich sind, haben dann meistens gar nicht gegeben. I don't know why, you know? Ich weiß gar nicht warum. But anyway, naja. That's not the topic, Das ist nicht das Thema. So I go. The first lady, I was thinking, man, this lady is not rich, she's not poor, but I think maybe if she gave me 2000, I'm happy. Und ich habe dann mit dieser Frau gesprochen. Na, sie ist nicht reich, sie ist nicht arm, aber wenn sie mir 500 Euro gibt, das wäre schon okay. After I shared with her what we plan to do, als ich ihr gezeigt habe, was wir tun wollen, with tears in her eyes, she said, David, this is what we need to do. Hat sie mit Tränen in den Augen gesagt, das ist das, was wir tun müssen. She pledged 20,000. Sie hat 5,000 Euro dann uns gegeben, also versprochen. Ich weiß, oh, wow. So much. Ziemlich viel. And everyone I go to, they give me 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Also überall, wo ich gegangen bin, haben die mir 5,000, 6,000, also bis zu 10,000 und mehr Euro gegeben. I said, wow. Ich dachte, wow. And the last person they gave me was not an Adventist. Und die letzte Person, die mir Geld gespendet hat, war nicht mal eine Adventistin. Das war ein Baptist. My friend brought her him. I tried to share with him in his house about our project. Ich habe in seinem Haus diesem Freund das vorgestellt, unser Projekt. He said, David, how much do you left? Und er hat dann gesagt, wie viel brauchst du noch? I said, 160,000. Ja, also ungefähr 40,000 Euro. I said, okay, I pay the rest. Okay, ich bezahle den Rest. Less than one month, I received half a million. Also in weniger als einem Monat, half a month? Nee, one month. One month. Weniger less als, than one month. In weniger als einem Monat habe ich über 100,000 Euro zusammengekriegt. I walk up from the house at night. I look up to heaven. Ich bin in der Nacht aus dem Haus rausgegangen, habe zum Himmel geschaut. I said, God. Ich habe gesagt, Gott. In one month. In einem Monat you give me the money. Hast du mir das Geld gegeben. In one week, you give me the people. In einer Woche hast du mir die Menschen gegeben. And now, you give me a wife. Und jetzt musst du mir noch eine Frau geben. It must be your will and not my will. Es muss dein Wille sein und nicht mein Wille. You see, sometimes we are humans of worries. Manchmal sind wir als Menschen immer so besorgt. We think too much. Wir denken zu viel nach. We think, ah, this is too difficult, that's too difficult. Das ist zu schwierig, das ist zu kompliziert. You know, Sister White say she saw in a vision. Wisst ihr, Ellen White sagt, sie sah in einer Vision. In the dream she saw in a meeting room a lot of these church leader, they're all sitting down there planning what to do. Da hat sie mal in einer Vision ganz viele Gemeindeadministratoren gesehen, die in einem Raum geplant haben und sich überlegt haben. Thinking about insurance. Die haben dann über Versicherungen nachgedacht. Thinking about expenses. Die über Ausgaben gerechnet haben. They think about a lot of things. They keep thinking. Wow, this work just don't move. Und die sich Gedanken gemacht haben, warum geht das Werk nicht vorwärts? And da suddenly. Und dann plötzlich. This is what I saw. There was a general walk in. Hat sie gesehen, wie so ein General hineingegangen ist. And everyone looked at him. Jeder hat ihn angeschaut. And he say, what is the marching order? Und er hat gesagt, was ist euer Marschbefehl? Marching order. Ja, Marschbefehl. Move forward. Vorwärts gehen. It's not your job to think how to get it done. Just move forward. Eure Aufgabe ist es nicht, euch den Kopf zu zerbrechen, wie das getan wird. Sometimes we just think too much. Sondern dass ihr vorwärts geht. Manchmal denken wir zu viel nach. God say, get it done. Gott sagt, sieh zu, dass es getan wird. You just go and God have a way to get it done. Du gehst, Gott findet einen Weg, wie es getan wird. When God called Jonah to go to Jericho, he said this craziness. Als Gott Jonah gerufen hat, nach Ninive zu gehen, hat er gedacht, das ist doch verrückt. He ran away. Er ist weggelaufen. He never thought God have a thousand ways to solve their problem. Er hat niemals gewusst, dass Gott tausend Wege hat, das Problem zu lösen. So I called Dr. Lee. I called Dr. Lee. Ich habe Dr. Lee dann angerufen. I said, Dr. Lee, we got all the money. Ich habe gesagt, Dr. Lee, wir haben das ganze Geld. He said, so was? Er sagt, was? Ja. Wow. So schnell. He said, I pray that God give me a sign that we need to come and help David. Er hat gesagt, ich habe gebetet, dass Gott mir ein Zeichen gibt, ob wir dir wirklich helfen sollen. We pray for a sign for 3 months for you to raise the money, then will be a sign for us. Wir haben gebetet, dass wenn du es schaffst in 3 Monaten, dann ist es ein Zeichen für uns, dass das wirklich geschehen soll. And God said, don't need 3 months, 1 month is good enough. Gott hat gesagt, 3 Monate sind zu viel, 1 Monat reicht. I said, thank God you pray such a prayer. If not, it take me 3 years to raise the money. Ich habe gesagt, danke, dass du so gebetet hast, ansonsten hätte ich ja 3 Jahre gebraucht, um das Geld zusammenzukriegen.
And then all his doctor friends start to talk to me. Und dann die ganzen anderen Freunde, die ganzen Ärzte haben zu mir geredet. When they know that Dr. Lee is going to come out from the hospital and his wife. Als sie gehört haben, dass Dr. Lee das Krankenhaus verlassen wird und seine Frau. You know why they come and talk to me? Wisst ihr, was sie mir gesagt haben? See, David. David. It's too cruel to bring them out. Das ist wirklich ganz gemein von dir, sie aus dem Krankenhaus rauszuholen. You have no medical insurance. Du hast keine medizinische Versicherung. You have no salary. Du hast keinen Lohn, den du ihnen anbieten kannst. He's sick, you know. Er ist krank. He need medication. Er braucht Behandlung. If he stay in the hospital, wenn er im Krankenhaus bleibt, the hospital will take care of him. Kann das Krankenhaus sich um ihn kümmern. And now, und nun? It's not fair. Das ist nicht fair, was du tust. Wow, I was so stressed, man. Oh, das hat mir so. I was only 26 years old, okay? So ein Kopfzerbrechen bereitet. Ich war erst 26 Jahre alt. So, wow. Ich sag, oh Mann. I talked to Dr. Lee. Ich habe zu Dr. Lee gesprochen. Do you want to reconsider? Möchtest du das nochmal dir überlegen? Say no. Ich dachte, nein. We're moving by faith. Wir gehen im Glauben voran. So, okay, we walk by faith. Okay, wir gehen im Glauben voran. He's sick, you know. Er ist krank. His whole arm was swollen up. He couldn't even lift it up. Sein ganzer Arm war so geschwollen, er konnte den Arm gar nicht richtig anheben. He had fever every month. Er hatte Fieber jeden Monat. I said, Dr. Lee. Ich habe gesagt, Dr. Lee. You don't know what is lifestyle medicine. Du weißt noch nicht, was Lebensstilmedizin ist. You know, a lot of doctors, they don't know about lifestyle. Denn viele Ärzte wissen das gar nicht über den Lebensstil. I said, you got to relearn a lot of things. Du musst noch viele Dinge neu lernen. So why not go to America? Also warum gehen wir nicht nach Amerika? So okay. Er hat gesagt, okay. So he and his wife and his son. Also er und seine Frau und sein Sohn. They go to America to UGPI, to Wildwood, to different health center to start learning. Die sind dann nach Amerika gegangen, nach UGPI, zu Wildwood, um dort zu lernen. But you know what? Wisst ihr was? As he go there, als sie dorthin go to the health center, dorthin gegangen sind, they train him. They are very kind. They give free, you know. They train him. They know that they are coming out to do something for God. Und die waren sehr nett dort in diesen Gesundheitszentren. Sie haben ihn ausgebildet umsonst, weil sie wussten, er wird etwas für Gott tun. And also treated him at the same time. Und sie haben ihn gleichzeitig auch behandelt. In one month time. In einem Monat. Dr. Lee's arthritis, rheumatoid arthritis, was well. War er wieder gesund? In 1996, when he came out, he served God till today. Also seit 1996, wo er sich entschieden hat, bis heute dient er Gott. And the rheumatoid didn't stop him anymore. Und er ist von seiner Krankheit nie wieder aufgehalten worden. Don't you think heaven medical insurance is better than earth? Glaubt ihr nicht, dass die medizinische Versicherung im Himmel noch besser ist als unsere? Amen. Just give me another 10 minutes, okay? I finish. Also noch 10 Minuten bin ich sofort dann zu Ende. So when Dr. Lee was in America, als Dr. Lee in Amerika war, I was preparing to build the center. Habe ich angefangen jetzt das Zentrum aufzubauen. I got the Singapore dollar because most of the dollar is in Singapore, the donors. Also das meiste Geld war in Singapur Dollar. I collect all the donation and put in Singapore bank. Ich habe all die Spenden gesammelt und an eine Bank in If Singapur you know gebracht. The map, Singapore, Malaysia is just nearby, yeah? Und ihr wisst, wenn ihr auf der Karte, Peninsula, ja, Singapur ist nur so eine Halbinsel oder eine Insel direkt unter Malaysia. So we have a bank account in Singapore dollar. All the donation we put it in. Also wir haben alle Spenden in Singapur Dollar in Singapur in der Bank. When we need the money, they will transfer to Malaysia. Also das Geld muss dann transferiert werden nach Malaysia. But you know what? Wisst ihr was? 500,000 wasn't enough for us. Also die über 100.000 Euro waren nicht genügend. Who knows? I don't know. Only God knows. Ich wusste es nicht, aber Gott weiß es. Guess what? As soon as I bank all the money, less than one month, maybe about 3 weeks. All the donation I put into Singapore bank. Also innerhalb von 3 Wochen sind all die Spenden, die ich dort in die Bank getan habe. In 1997. Ah, 1997. Suddenly a big event came. Gab es ein wirklich großes Ereignis. The Asia economy crisis came. Da war die große Wirtschaftskrise Asiens. The stock market started to jump. Die Börse krachte ein. Collapse. Völlig. I don't know what stock market, but I know what is exchange rate, the money exchange. Ja, also mit den Aktien kenne ich mich gar nicht gut aus, aber die mit den Wechselkursen. Before the crash, Singapore dollar to ringgit is $1 to 150. Also vorher war der Wechselkurs zwischen Singapore Dollar und malaysischen Ringgit 1 zu 1,50. Overnight after the crash, it went to 2.65. Über Nacht ist es dann zu 2,65 gewechselt. Beginning
100,000 sing was supposed to only change to 150,000 ringgit. 100,000 sing. Yeah. Before the crash, will only come to 150,000, but overnight it become 265,000. Also über Nacht sind die 100,000 Singapur-Dollar, die eigentlich nur 150,000 Ringgit sein sollten, mehr als 200,000 Ringgit geworden. Wow, suddenly the money in Singapore just grow like a baby, you know? Also das Geld in Singapur ist plötzlich über Nacht gewachsen wie ein Baby. Just grow to the point exactly what we need for the project. So, dass es am Ende genau das hatte, was wir brauchten fürs Projekt. A lot of people say, "Oh, David, you're so lucky, man." Leute sagen immer, David, du hast so ein Glück gehabt. I'm not saying that. Ey, das sage ich nicht. Because we need to do the project and God let the economy crash. Also, ich glaube, wir mussten das Projekt durchführen. Gott hat die Wirtschaft krachen lassen. No. Nein, das glaube ich nicht. God see from beginning to the end. He know where to slot us in. Gott sieht das Ende schon vom Anfang und er weiß, wo wir dann welche Bewegung machen müssen. So, the people say, David, you're so lucky. Leute sagen, David, du bist so glücklich. I say, no. We Christians don't believe in luck. Ich sage, nein, wir Christen glauben nicht an Glück. You believe in luck? Glaubt ihr an Glück? How many luck do you have in life? Wie viel Glück hast du im Leben? Once, twice. Eins, zwei. Too bad. If einmal, you only got one, two luck in the life. Wenn du nur ein, zwei Mal im Leben Glück hast, doch as viel zu schlecht. Christian, als Christ. We're luck every day. Haben wir Glück jeden Tag. Ja? Nicht wahr? God bless us all the time. Gott segnet uns die ganze Zeit. I say, well, we don't believe in luck. Ich habe gesagt, wir glauben nicht ans Glück. In God's providential leading. Wir glauben an Gottes Führung. They all laugh at me. Die haben mich alle ausgelacht. Let me tell you the last story. Ich erzähle euch jetzt die allerletzte Geschichte. If you think this is luck, let me tell you this story. Wenn ihr denkt, das ist Glück, lasst mich diese Geschichte erzählen. In 1998, when I was building the health center, almost ready. Als wir 1998 das Gesundheitszentrum fast fertig gebaut hatten. All the money was transferred in a high rate, yeah? Ja, da ist das Geld ja alles transferiert worden, wirklich im tollen Wechselkurs. But I start to count how to buy furnitures, you know, to buy a lot of furniture for the health center. Ich habe angefangen, so Möbel zu kaufen für das Gesundheitszentrum. Wow, it was not really enough. Es hat immer noch nicht richtig gereicht. Very expensive. Weil alles so teuer war. So I said, God, what do I do? Also habe ich gesagt, Herr, was soll ich tun? God have another plan. Gott hat einen anderen Plan. In 1998. Malaysia hold a big event. Da gab es ein großes Ereignis in Malaysia. It's called the Commonwealth Games. Das waren die Commonwealth Games. Das ist so Sport, ähnlich wie Olympia. Have you heard about Commonwealth Games? Habt ihr davon gehört, Commonwealth? Das ist ein bisschen wie Olympia, nur für Here alle. Nothing, Let me just explain. Let me just explain. It is where England. Ja, ja. Es ist eigentlich alles so quasi Olympia, nur für all die Staaten, die früher mal zum britischen Imperium gehört haben. Genau. Yeah. So in 1998, Malaysia hold this Commonwealth Game. Also 1998 gab es diese Commonwealth Spiele. In Malaysia. About 70 countries will come to Malaysia for the tournament. Ungefähr 70 Länder waren daran beteiligt bei den sportlichen Wettkämpfen. And when the event was over, als das Ereignis vorbei war, my friend called me, haben meine Freunde mich angerufen. David, they advertise on the newspaper that they want to sell away all the furniture half factory price. Da haben sie in der Werbung gesagt, sie möchten die ganzen Möbel zum halben Fabrikpreis verkaufen. So I said, okay, let me go and see. Ich habe gesagt, okay, ich werde das mir mal anschauen. We went there, you know, they built all these condominiums, the apartments with all the furniture for the athletes to stay. Sie haben all diese temporären Gebäude gebaut, wo die Athleten dann zeitweise wohnen sollten. After 10 days, I mean 15 days, about 2 weeks over, they want to sell away all the furniture. So nach 15 Tagen, als die Spiele vorbei waren, wollten sie die ganzen Möbel verkaufen. Half price. Und zwar zum halben Preis. So I looked at the furniture. Also habe ich mir die Möbel angeschaut. You have to buy the whole apartment's furniture. You cannot just buy one item at a time. Also man musste immer die Möbel aus einem ganzen Apartment kaufen, they nicht nur ein Teil. Everything. Man hat alles bekommen. Including the pillow, the floor mat, the curtain, everything. Also sogar der Vorhang, das Kissen, die Fußmatte. Very cheap, about 4,000 ringgit for one apartment. Also sehr sehr billig, 1,000 Euro für ein ganzes Apartment. So I feel, but the furniture wasn't very good. Aber die Möbel waren jetzt nicht so toll. So I pray to God, should I buy? Also habe ich zu Gott gebetet, soll ich das kaufen? So I figure, okay, we'll buy. Next time we got more money, we'll change the furniture. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir mehr Geld haben, dann wechseln wir dann später die Möbel. So I booked for 5 apartments. Also habe ich 5 Apartments die Möbel gekauft. I'm one of the biggest buyer. Ich war einer der größten Abnehmer. Most people buy one apartment. Die meisten haben nur eins gekauft. A lot of people came. Viele Leute kamen. 100,000 people buy. Viele haben gekauft. You got to, you know, grab. If not, people grab away. So 5 apartments.
Also ich wusste ja, wenn ich mir nicht schnell das greife, dann werden es andere kaufen. One month later, einen Monat später, we came back to collect our good. We just order. Also wir hatten das bestellt und kamen einen Monat später, um das dann einzuholen. One month later, einen Monat später, when we all came, als wir alle kamen, we were all shocked. Waren wir alle schockiert. I thought, ich dachte, they will put my furniture one place. Sie werden meine Möbel an einen Ort stellen. Take and I go. An einen Ort stellen und ich werde sie nehmen und dann werden wir gehen. If there's any problem, I will go and fix it up. Und wenn es ein Problem gibt, dann werde ich das irgendwie lösen. But it wasn't that way. So war es aber nicht. When we came, als wir kamen, the salesman was all gone, no more there. Waren alle Verkäufer weg. Only the soldier. Nur die Soldaten. And what they did is, they collect from all the furniture from the apartments and put in this big stadium. Also haben sie alle Möbelstücke aus allen Apartments zusammengesammelt und ein großes Stadion gebracht. And they itemized every furniture, you know? Und haben alles dann so der Reihe nach aufgestellt. They got chair, they got cupboards, they got, you know, bed, they got die Stühle und alles so nebeneinander aufgestellt. And the worst thing is, in the whole stadium, nobody take control. Und das Schlimmste war, in diesem ganzen Stadion hat niemand das kontrolliert. You just go and pick up your own. Also man sollte einfach reingehen, sein eigenes mitnehmen. And when you go out, they will check and you go. Und man konnte dann, wurde draußen mal kurz kontrolliert und konnte man gehen. You know how many people were there to collect their goods? Wisst ihr, wie viele da waren, um ihre Güter einzusammeln? There are hundreds and thousands of people. Hunderte, tausende Leute. And everyone wants the best, right? Und jeder wollte das Beste haben, oder? Suddenly that place became a battlefield, you know? Plötzlich wurde dieser Ort zu einem Schlachtfeld. We fight, man. Wir haben gekämpft. We want the best, right? You want the best, I also want the best. Ich wollte das Beste, der wollte das Beste. Wow, we were pulling here and pulling them. Wow, we want that chair. It's not no more buying, we are stealing, man. Das war jetzt nicht mehr kaufen, das war stehlen sozusagen. They only want apartment. I got 5 apartments, you know. Die hatten nur für ein Apartment bezahlt. Ich hatte für 5 bezahlt. Oh, I was so stressed, man. Ich hatte so einen Stress. First come, first serve. Those that took away left. Oh. Der zuerst kommt, mal zuerst, nicht wahr? Das war schrecklich. The whole place is like a rubbish bin. Das war wie ein riesiger Müllberg. I was fighting. Then I realized on my left, on my right. I was a young man, okay? Also ich war ein junger Mann noch. Wir haben gekämpft um die stronger, right? Möbel. Ich war noch stärker. Then I realized all the people beside me is like old people. Dann habe ich gesehen, neben mir sind alles alte Menschen. How can I fight with them? Wie kann ich mit denen kämpfen? Oh, I feel so bad. Das hat mir so leid getan. So after a while, I cannot take it anymore. Da habe ich gesagt, okay, ich werde es nicht mehr weiter tun. I just leave it. I say, okay, you can have what I took. Und ich habe gesagt, ihr könnt haben, was ich gekauft habe. Maybe, okay, maybe. Vielleicht. I don't know. Maybe. Vielleicht. I was the only one. War ich der Einzige? They go to a corner. Der in die Ecke gegangen ist and start to pray. Und gebetet hat. I don't know who else pray. Ich weiß nicht, wer sonst gebetet hat. I call God. Ich habe gesagt, Herr, I say, God, Gott, what do you want me to do? Was möchtest du, dass ich tun soll? This is your furniture, not mine. Das sind doch deine Möbel, nicht meine. These are rubbish. Das ist Müll. How do I bring it back? Wie kann ich das jetzt zurückbringen? So I pray. Ich habe gebetet. After I calm down, als ich mich beruhigt habe, I go and find a person in charge. Habe ich überlegt, ich muss die Person finden, die alles eigentlich beaufsichtigt. It's like a general, you know, so wie ein General, doing nothing. Der da nicht rumsteht und nichts tut. I say, look, I want to cancel my order. Und ich habe gesagt, ich würde gerne meine Bestellung gern canceln, also if I löschen. Lose my deposit, I lose. Und wenn ich meine Anzahlung verliere, dann verliere ich sie halt. If you allow me, just let me take my deposit goods. Und wenn es möglich ist, dann würde ich vielleicht nur so viel Güter mitnehmen, so viel Möbel, wie ich angezahlt habe. And the general say, why? Und der General sagte, warum? I say, you're the troublemaker. Du machst dir das Problem. You look. Schau mal hier. Everything is rubbish now. Alles ist jetzt nur noch Müll. There's no one people take control of the buyer. Niemand kontrolliert hier die ganzen Käufer. Everyone want the best. Jeder will das Beste haben. Whatever left over is rubbish. Alles, was da übrig gelassen wird, ist nur noch you Müll. Make us in trouble. Du hast uns das Problem gebracht. Also ich habe ihm einfach gesagt, was ich gedacht habe. I say, sorry. Er sagt, oh, tut mir leid. No, there's not enough workers, you know. Ah, wir haben nicht genügend Arbeiter. I say, it's too late, I don't want anymore. Ich habe gesagt, es ist zu spät, ich will nichts mehr. I say, no, please don't do that. Er sagte, nein, tun Sie das nicht. I say, I'll bring you to another place. Er sagte, ich bringe Sie zu einem anderen Ort. I say, you go another place. Sie haben einen anderen Ort? Don't say anything. Sagen Sie nichts. I say, okay. Ich sagte, okay. So I go out. He said, "You go out and wait for me." Er sagte, gehen Sie nach draußen und warten Sie auf mich. So I went out. Also bin ich nach außen gegangen.
I look at the people, I feel so bad, I cannot tell them. Ich habe die anderen Leute angeschaut, sie tat mir so leid, ich konnte ihnen nichts sagen. He asked me to keep quiet, you know. Er hat mich gebeten, ruhig zu bleiben. So I sat there, I prayed, I said, God, what's next? Und ich habe dort gestanden, gebetet, gesagt, Herr, was ist jetzt als nächstes dran? Less than few minutes later, the sergeant, you know, the general, drove a jeep to come. Also wenige Minuten später kamen die Sergeants mit einem Jeep angefahren. He horned me, he said, come, come, come. Und der General sagte, komm herein. So my friend, I jumped into his jeep. Also mein Freund und ich sind in den Jeep gesprungen und die haben uns weggefahren. And when he was driving, I believe God take control of him, man. Und als er gefahren ist, habe ich gedacht, Gott wird jetzt ihn kontrollieren, ihn führen. And then he say, und dann hat er gesagt, say, David, er hat gesagt, David, I will bring you to England. Ich werde sie nach England bringen. I say, England? England? We're inside the car, man. Wir sind in einem Auto. Say, bring me to England. Nach England? What do you mean? Was meinen Sie? So I was thinking, going to England. Ich habe überlegt, nach England? As he was driving, als er fuhr, I saw all these apartments. Sah ich all die ganzen Gebäude. Oh. Then I realized, dann habe ich verstanden, different countries stay in different apartments. Dass die verschiedenen Athleten verschiedener Länder in verschiedenen Gebäuden untergebracht waren. Sorry to say this, the Malaysian government separate the rich and the poor country. Also es tut mir leid zu sagen, aber die malaysische Regierung hat die armen und die reichen Länder getrennt. The poor country like Pakistan, Bangladesh, you know, separate, you know. Also die armen Länder most wie, of them are poor country, Pakistan oder Bangladesch, die waren getrennt. In the whole tournament, there's only two countries that's very rich. Im ganzen Wettbewerb gab es nur zwei wirklich reiche Länder. Yeah, England and Australia. England und Australien. Yeah. And these two countries stay in one big apartment. Und die beiden Länder waren in einem großen Gebäude untergebracht. Then I realized. Dann habe ich verstanden. Say, he'll bring me to England. Er bringt mich nach England. So he drove. True enough, we reached to this apartment and the plate in front written England, Australia. Und dann hat er mich zu diesem Gebäude gefahren und da stand tatsächlich vorne drauf England, Australien. So I walked in. Ich bin hineingegangen. And he opened the apartment. Und er hat das Gebäude dann aufgemacht. Das when Apartment. Open, my eye almost dropped out. Und als ich es gesehen habe, sind meine Augen fast ausgefallen. Oh, the furniture are totally different. Die ganzen Möbel sind völlig anders gewesen. Der Sofa ist super size, you know. So riesige Sofas. And the mattress is special long. Und extra lange Matratzen. Yeah? And the carpets are European carved, you know. Und die Vorhänge hatten so ganz europäische. Oh, I was seeing treasure. Ja. I was like, whoa. Das war wie ein Schatz. These are not for sale, actually. Das war eigentlich gar nicht zum Verkauf gedacht. All they sell to us is all the cheap furniture. Was sie uns verkauft haben, war nur die billigen Möbel. Huh? And this expensive one they kept it for their officer. Und das hatten sie eigentlich für die Offiziere gedacht. But none of them have come yet. Aber niemand war bisher gekommen, um es zu holen. I was the first one that walked in there. Ich war der Erste, der hineingegangen ist. I look at all this furniture, I get scared, you know. Als ich das alles angeschaut habe, habe ich richtig Angst bekommen. I look at the general. Ich habe den General angeschaut. I said, this different than that? Ich habe gesagt, das ist aber anders als dort. I can take this. Ich kann das mitnehmen. Said, yeah, no problem, just take. Er sagte, ja, kein Problem, nehmen Sie einfach. I said, wow, you got 5 apartments? Und ich habe jetzt für 5 Apartments bezahlt? Ja. So, okay, just take. Nehmen Sie einfach. After he said that, he left. Dann ist er einfach gegangen. The whole apartment, only my friend and I, we look at each other. Nur mein Freund und ich waren noch in dem Apartment. Wir haben uns angeschaut. Oh, the apartment is not locked. He just says, go and take yourself. All die ganzen Apartments, sie waren nicht mal abgeschlossen. Er hat gesagt, nehmen Sie einfach. Thank God, I'm Christian. Dank Gott, ich bin ein Christ. If not, the whole thing gone. Wenn nicht, wäre das Ganze ausgeräumt worden. I went up and down. I go to the highest all the way, slowly, one by one. I go and see, you know. Ich hab das ganze Gebäude mir angeschaut, habe alle Apartments mir angeschaut. I choose from every apartment the best I can find. Ich habe überall das Beste mir rausgesucht. Imagine the furniture are super size. Normally the other cheap furniture, I only need one big truck, but this one I need 3 big trucks. Weil die Möbel so viel größer waren, brauchte ich jetzt 3 statt nur einem Truck, um sie zu transportieren. Wow, I was so stressed, huh? Because I'm afraid halfway they'll come and stop me. Also ich hatte so eine Angst, dass sie mich auf dem halben Weg nochmal stoppen. So I was thinking, I called my friend, forget about the curtain, just the curtain, don't take anymore, just take. She said, no, we must take everything. Oh, we've got to take out everything. Und ich habe zu meinem Freund gesagt, vergiss die Vorhänge, wir müssen schnell machen. Ich sage, nein, lass uns die Vorhänge nehmen, wir müssen alles mitnehmen, ja. So wow, we walk and walk. I was so stressed. I put everything. I called more truck to come, you know. Ja, wir haben uns beeilt, haben noch mehr Trucks angerufen. And I called like 5 or 6 more workers to come and to move. Und habe 5, 6 mehr Arbeiter angerufen, damit wir schnell das alles abholen können. When I finished putting everything. Als ich alles eingeladen hatte, the general came.
kam der General nochmal. He said, you're done? I said, I'm done. You want to check? Und er hat gesagt, sind Sie fertig? Ja, ich bin fertig. Wollen Sie sich das anschauen? Okay. Nein, nein, ist alles okay. The sign, er hat das unterschrieben and I left. Und er ist wieder gegangen. After we move out from the stadium, als wir aus dem Stadion, von dem Stadion weggefahren sind, I said, man, ich habe gesagt, Mann, it was like a dream. Das war wie ein Traum. Suddenly, I realized that day, hundreds and thousands of people come to take the good. I was the only one. Ich habe realisiert, dass sind hunderte, tausende Leute gekommen, um da Möbel aufzugreifen. To take the best from the whole tournament. Da war ich der Einzige, der das Beste vom ganzen Wettbewerb nehmen konnte. For God's health center. Und zwar für Gottes Gesundheitszentrum. The only one, you know. Der Einzige. Before the officer come, I choose this. Bevor die Offiziere gekommen waren, konnte ich wählen. Isn't God wonderful? Ist nicht Gott wunderbar? You think this is luck? Glaubt ihr, das ist Glück? Nein. I always make fun with my health guests those days. Also damals habe ich mit meinen Gesundheitsgästen immer Spaß gemacht. I say, do you know why now you can run faster after 10 days? Ich habe ihnen gesagt, wissen Sie jetzt, warum Sie schneller laufen können nach 10 Tagen? Because you have been sleeping on England athletes' bed. Ja, sie haben auf den Betten der englischen Athleten geschlafen. God is good. Gott ist gut. God's way is not our way. Gottes Weg ist nicht unser Weg. God's thought are not our thought. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. God have a thousand way to solve a problem. Gott hat tausend Wege, um ein Problem zu lösen. God say, don't worry for him. Gott sagt, mach dir keine Gedanken um ihn. God say, trust, just trust in him. Vertrau einfach ihm. Don't worry about your future. Mach dir keine Gedanken über die Zukunft. Today, heute, I look at my wife. Schaue ich mir meine Frau an. I say, yes, I don't own a house in this earth. Ja, ich besitze kein Haus auf dieser Erde. I have a mansion in heaven. Aber ich habe eine Wohnung im Himmel. We own nothing much in this earth. Wir alle haben nicht viel auf dieser Erde. I told my wife, ich habe meiner Frau gesagt, today, heute, do you have any lack? Do you have any lack? Ja, fehlt dir irgendetwas? I say, sometimes when my children have birthday, people ask, what do we need? Und manchmal, wenn meine Kinder Geburtstag haben, fragen mich die Leute, was braucht ihr denn? It takes us 1 week to think what we need. Dann brauchen wir auch mal eine Woche, darüber nachzudenken, was wir eigentlich brauchen. We still cannot figure out what we need. Wir können uns gar nicht mehr überlegen, was wir noch wirklich brauchen. Why? Because we have everything. Denn wir haben eigentlich alles. God supply not only our needs. Gott sorgt sich nicht nur für unsere Bedürfnisse. God supply our desire. Gott schenkt uns auch das, wonach wir verlangen. God gave me more than I need. Gott hat mir mehr gegeben, als ich brauchte. God never take advantage of people. Gott übervorteilt niemals Menschen. He take good care of all his people. Er sorgt sich wirklich gut um seine Menschen. Those that serve God are blessed. Die Gott dienen, sind wirklich gesegnet. I call myself the blessed people in the world. Ich glaube, ich bin wirklich einer der gesegnetsten Menschen auf der Welt. What else can be better than walking with God? Was kann besser sein, als mit Gott zu gehen? A joy. Eine Freude. And happiness. Eine Freude. Peace in mind. Frieden im Denken. And reward in heaven. Und ein Lohn im Himmel. Amen. Amen. What else you want? Was möchtest du mehr? Some people get excited if they can walk with the prime minister of a certain country. Manche Leute sind begeistert, wenn sie mit dem Premierminister eines Landes gehen können. But I can walk with the kings of heaven. Ich kann mit dem König des Himmels gehen. What greater do you want? Was Größeres könnte man haben möchten? May the Lord help us. Möge der Herr uns helfen. To walk in his way. In seinen Wegen zu gehen. And to receive the greatest blessing in this earth. Und den größten Segen auf dieser Erde zu bekommen. May God bless us. Möge Gott uns segnen. Let's pray. Lass uns beten. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. May your will be done in this earth as it is in heaven. Möge dein Wille geschehen wie im Himmel so auf Erden. May your will come into our life. Möge dein Wille in unser Leben kommen. May us, every one of us, be ready to be used by you. Möge jeder von uns bereit sein, von dir gebraucht zu werden. What a great privilege. Was für ein großes Vorrecht. What an honor. Was für eine Ehre. To be able to serve the kings of heaven. Dass es möglich ist, dem König des Universums zu dienen. This is the greatest blessing that humans can receive. Der größte Segen, den Menschen jemals erreichen können. There's the greatest honor that we can receive from heaven. Die größte Ehre, die wir vom Himmel erhalten können. Lord, thank you so much. Herr, danke dir so sehr. For willingly choosing people like us. Dass du uns gerne Menschen wie uns gebrauchst. May you help us daily to enjoy.
Hilf uns täglich, dass wir Freude haben. To have beautiful walk with you. Dass wir einen wunderschönen Wandel mit dir haben. Empower us. Schenk uns Kraft. Encourage us. Und schenk uns Mut. Strengthen us, Lord. Gib uns ja Kraft. In Jesus' name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.